Wir spielen Vigo Vacation, ja. Und fahren mit der Bimmelbahn, la 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 la. Hut on ein Part von We Go Vacation! Yeah! Mari, willkommen im Bergresort! Du hast 7 von 7 Schatz für dieses Resort gefunden. Du hast an 7 von 7 die Tatsache verfügbar und Fotopunkt, Foto von dir machen lassen. Bis später! So, wir sind im wunderbaren Bergresort und wir wollen den nächsten Goldschlüssel holen. Wir haben ja im Bergresort schon den Goldschlüssel für Bergresortmeister, die 4 tollen Darbietungen, die Runde über Strecke, in der wir einfach uns auf den Zug gestellt haben und die geheime Route, eben die Burg. Und wir wollen jetzt das Bergfahrzeugmeisterstern machen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir müssen erst mit dem Pferd über 2500 Meter galoppieren. Dann mit dem Kajak von oben bis nach unten in 3 Minuten 25 runterfahren und 10 Fahrgemeinschaften schließen. Ist alles nicht so schwer. Ich zeige euch, wie das geht. Viel Spaß. So, mit dem Pferd 2,5 Kilometer galoppieren. Ich mache das so, ich galoppiere hier einfach los. Und ja, die Zugstrecke entlang. Und hier müsst wirklich hier alles schütteln, was ihr nur könnt. Das ist wirklich teils auch unangenehm, muss ich sagen. Ihr müsst schauen, dass dieser Wind die ganze Zeit da ist. Und nicht so, wie ich jetzt gegen eine Wand fahre. Das war natürlich nur Demonstration, dass ich da verkackt habe. Ihr müsst halt schauen, dass die ganze Zeit diese Windanimation da ist. Dass ihr eben galoppiert. Es ist nicht ganz einfach. Aber es ist okay, ihr müsst schauen, dass ihr eben gegen nichts reitet. Und dann ist es aber okay. Es ist eher anstrengend als schwer, würde ich sagen. Ihr müsst echt alles schütteln, was ihr habt. Und Z drücken und so weiter. Ihr wisst, wie ihr galoppiert, denke ich mal. Und wenn nicht, dann schaut in der Schule nach. Da wird es euch gut erklärt. Weiter geht's hier entlang. Ich versuche den nächsten Zug einholen. Unglaublich. So. Ich schaffe jetzt über die Brücke. So, und das ist Tunnel, uiuiui. Und dann haben wir es geschafft. Es geht ziemlich auf die Arme. Ist auch gar nicht so easy, aber naja. Wenn ihr die Zugstrecke abreitet, dann seid ihr ungefähr hier im Tunnel dann bei 2,5 Kilometer. Habe ich damals an meinem alten Kanal auch so gemacht, deswegen weiß ich es. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Stern. Yeah. So, der zweite Stern, der geht ja hier vom Gipfel. Und da steht's ja auch, was ihr machen müsst. Ihr müsst mit dem Kajak von oben nach unten fahren. Ich stelle mir kurz 3 Minuten 25 als Zeit ein, als Timer. Und sage euch immer Bescheid, wie viel Zeit wir noch haben. Wir müssen einfach von oben nach unten im Kajak fahren. So, die Zeit läuft schon. Ich habe es vielleicht ein bisschen zu früh gestartet, aber das macht nichts. So, mit unserem schönen gelben Kajak fahren wir jetzt hier nach unten. Nach unten. Ins Tal. So. Schön an den anderen Leuten vorbei. Haben noch 3 Minuten Zeit. Das sollten wir schon hinbekommen. Ich stelle mich vielleicht ein bisschen blöd gerade an, aber ja. Wird schon. Wupp. Oben ist ja noch ein bisschen schwerer zu paddeln, aber unten wird es ja dann ein bisschen sanfter. Und dann geht das schon. So. Ich schwimme hier lieber ohne Kajak runter, wenn ich ehrlich bin. Aber kann man hier auch so schön runterspringen. Ihr kennt das ja sicher. Ich mach's ja eigentlich jedes Mal, wenn ich hier fahre. Oder schwimme, besser gesagt. Besten schauen, dass ihr euch nicht überschlagt. Weil das wird sehr viel Zeit kosten. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Und haben nicht mehr so weit.
So. Ich würde sagen, das schwierigste Part ist jetzt auch vorbei, wenn ihr schaut. Jetzt ist der Weg vom Fluss ja ziemlich gerade. Und nicht mehr so verkurvt, so verzweigt, also nicht mehr so kurvenreich wie oben. Aber es ist auch ein bisschen, ja, es ist eben nicht steil, deswegen muss man mehr paddeln. Und hier paddeln auch mehr Leute, da muss man schauen, dass man an denen vorbeikommt. So. Wir haben noch 1 Minute und 20 Sekunden. So, und jetzt haben wir es auch gleich. Noch eine Minute Zeit haben wir. Also das Kajakfahren ist, wenn dann noch, wird dann noch am knappesten mit allen Sachen, die mit Zeit beschränkt sind eigentlich. Aber so knapp wird es dann eben auch nicht. Da vorne sind wir auch schon gleich beim See. Man muss hier ordentlich paddeln. Und dann schafft man das eigentlich schon normalerweise. Vorne ist ja schon der See. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Für dieses winzige Stück. Wird knapper als erwartet, aber es ist machbar. Noch unter dieser wunderschönen Brücke durch und dann haben wir es auch schon geschafft, würde ich sagen. Und noch 10 Sekunden haben wir. Und wir haben es geschafft in, ja, gut 3 Minuten 15. Yay! So, der letzte Stern ist ja 10 Fahrgemeinschaften. Das ist nicht schwer, aber es ist ein bisschen aufwendig, also es dauert ein bisschen. Und zwar müsst ihr jetzt so das machen, was ich mache. Schaut mir einfach zu und macht es nach. Dann werdet ihr es auch hinbekommen. Also ich fahre zum Beispiel, also bei den Fahrgemeinschaften ist es eben so, dass ihr mit Auto fahren müsst und Leute mitnehmen müsst, einfach mies, die ihr erstellt habt. Oder eben Leute, die halt da dabei sind. Ich schau mal kurz, wie viele Fahrgemeinschaften ich schon habe. Das sollte man hier eigentlich nachschauen können. Fahrgemeinschaften. Mitfahrten, da 3 müsste das sein. Genau. 3. Wir brauchen insgesamt 10 und ich mache euch, zeige euch das jetzt erstmal. Nun geht ihr zu einem Wegpunkt, bei dem es keine Autos gibt. Zum Beispiel Wegpunkt Nummer 5. Und dann wählt ihr Folgendes aus, dass ihr selber einen Geländewagen habt, einer keinen, also der steht dann auf Gehen, Schwimmen und bei dem anderen, der kann auch einen haben. So, nun fahrt ihr zu dem hin, der kein Auto hat und klickt Minus und könnt ihn mitnehmen. Nun seht ihr hier bei den Rekorden, müsste das jetzt hier bei den Mitfahrten auf 4 stehen. Mitfahrten 4 mal, genau. Und die Mitfahrten könnt ihr jetzt so triggern, indem ihr aussteigt, wieder einsteigt, den mitnimmt. Nummer 6. Aussteigen, einsteigen, den mitnehmen. Wieder aussteigen, einsteigen. Das könnt ihr so oft machen jetzt. Die ganze Zeit Minus spammen. Und irgendwann habt ihr es dann. Und jetzt habt ihr 10 Fahrgemeinschaften. Das hat gut geklappt. Ihr braucht theoretisch keinen dritten Mii, aber so hat es eigentlich am besten geklappt bisher. Du hast den Goldschlüssel gewonnen. Mari hält den Titel Bergfahrzeugmeister. So, dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ich sage, das ist Adjan. Ciao, euer Zickerfrick. Tschüss.